Guten Morgen, meine Lieben. Ich hoffe, jeden Tag. Es geht euch gut. Und wir schauen mal, was die Karten hier heute berichten wollen. Oh, die Eulen sind schon rausgefallen und die Blumen. Ja, hier geht es möglicherweise um ja, kleinen Kummer im Haus. Und eine Wegesentscheidung ist hier gerade rausgefallen. Und noch eine Karte da. Ach Gott, irgendwann ziehe ich um in mein Büro und dann kann ich auch endlich ordentlich liegen, ohne dass die Karten runterfallen. Hoffentlich. Hoffentlich. Ja, also es gibt hier einen kleinen Kummer im Haus. Der stört gerade den Frieden und die Harmonie. Aber es gibt jetzt eine Wegesentscheidung, denn hier macht sich mit dem Schiff die Sonne, das große Glück, auf den Weg. Langsam und beschwerlich heißt es hier entweder Kummer oder Glück. Das obliegt natürlich bei jedem selbst, welchen Weg er wählt. Neun der Stäbe, Kräfte sammeln, die Mäßigkeit ausgleichen. Manchmal ist es gut, wenn sich etwas zurückgezogen wird, um sich einmal zu sortieren, damit hier wieder Ausgleich stattfinden kann. Besonders wenn es hier um Altlasten geht. Acht der Kelche. Hier darf gefühlsmäßig etwas zurückgelassen werden, losgelassen werden. Das ist nicht mehr dienlich in der Zukunft. Ja, und dann habe ich hier Wettkampfstimmung und mit den 10 der Stäben, also 5 der Stäbe und 10 der Stäbe, auch noch die Kraftanstrengung. Aber es soll hier mit der Welt in die Wunscherfüllung gehen. Okay. Wer hat hier einen Herzenswunsch und sollte jetzt in Aktion treten, damit wieder Liebe ins Haus fällt? Die Liebenden, der Magier, 5 der Kelche und was haben wir hier noch? Ja, den Gehängten, die Prüfung und den Turm mit dem Durchbruch und der Befreiung. Ja, 5 der Kelche, Altlasten auf jeden Fall, Kelche leer machen lassen, Kelche entsorgen, die nicht mehr dienlich sind, mit dem Magier auch wieder ins eigene Wirken reinkommen, keine Illusionen leben, dementsprechend hier auch die Prüfung durchstehen, das Opfer bringen und am Ende mit dem Turm hier den Durchbruch feiern. Ja, die Liebe scheint hier das zentrale Thema zu sein. Also, Aufmarsch!